أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir freuen uns und Allah weiß, wie sehr wir uns freuen, dass wir diese gläubigen Gesichter wiedersehen dürfen. Möge Allah azza wa jal unsere strahlenden Gesichter im Paradies geben und uns alle Sünden vergeben und er nicht unsere Seelen nimmt, bis er mit uns zufrieden ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal hat uns heute an einem Ort versammelt, wo wir ihm Subhanahu wa Ta'ala einzig und alleine gedenken. Und das ist eine großartige Gnade, die Allah Azza wa Jal auserwählten Dienern gegeben hat, dass sie ihn gedenken dürfen. Und derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, Allah gibt ihm Ruhe im Herzen. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala ruhig. In einer Zeit, wo die Herzen beben und die Versuchungen viele sind, so gibt es viele unruhige Herzen. Herzen, die nicht wissen, was Allah Azza wa Jal am Tage der Auferstehung mit ihnen machen wird. Der Richter aller Richter. Es wird ein Tag kommen, an dem er subhanahu wa ta'ala entscheiden wird, ob ein Diener in das Paradies eingelassen wird. Möge Allah uns von diesen Dienern schreiben. Oder ob ein Diener, wal'iyadu billah, in das gewaltige Feuer von Allah azza wa jal hereingeworfen wird. Ein Feuer, welches der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beschrieb. Es ist 99 mal heißer als das Feuer, was wir hier kennen. Allahu Akbar. Dieses Feuer hier hätte genügt. Und schaut, was dieses Feuer mit Leuten anstellt, wenn es sie ergreift. In dieser Dunya, geh auf die Chirurgie, geh in ein Krankenhaus herein und schaue, was das Feuer mit manchen Menschen gemacht hat. Wenn du sie dir anschaust, dann siehst du, dass ihre Gesichter total durchgebrannt sind, bis auf die Knochen. Das ist das diesseitige Feuer. Was denkst du über das gewaltige Höllenfeuer? Wo das Höllenfeuer sich bei Allah Azza wa Jal beschwert hat. Das Höllenfeuer hat sich bei Allah beschwert und es sagte zu Allah subhanahu wa ta'ala, akala ba'di ba'da, einige Teile von mir. Von mir, Höllenfeuer, essen andere Teile auf. So heißt es, das Höllenfeuer. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns nur mit dieser Religion des Islam sterben lassen. Möge Allah unsere Herzen nicht versuchen mit Dingen, die wir nicht ertragen können. Allahumma Amin. Liebe Geschwister, das Thema, über das wir heute inshallah ta'ala sprechen, ist das volle Vertrauen auf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und in der Tat ist dieses eines der wichtigsten Themen in der Religion. Und ich möchte dir, lieber Bruder und liebe Schwester, zunächst eine Frage stellen. Wenn du Allah Azza wa Jal um eine Sache bittest, glaubst du dann daran, dass er es dir erfüllen kann? Glaubst du daran oder glaubst du nicht daran? Mal angenommen, ich sage dir, bitte Allah um 1 Million Euro. Bitte Allah um 1 Million Euro. Würdest du dich insgeheim lächerlich machen und sagen, wo sollen die herkommen? Oder weißt du, dass Allah zu allem die Macht hat? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wahrlich, Allah, er besitzt die Macht über alles, liebe Geschwister. Wenn du einen Wunsch hast, bist du dir sicher, dass Allah azza wa jal dir diesen Wunsch erfüllen kann? Oder denkst du, dass du von Allah Azza wa Jal dieses nicht bekommen wirst
und du hast eine schlechte Meinung über Allah, aber aussprechen willst du es niemals. A'udhu billah. Lasst uns nicht diesen Gedanken verfolgen, liebe Geschwister, aber du musst beweisen dein volles Vertrauen auf Allah Azza wa Jal in Zeiten der Prüfung. In Zeiten der Prüfung sieht Allah Azza wa Jal von dir, von seinem Diener, ob du auf ihn wirklich vertraust oder nicht. Es gibt Leute, die sind sehr, sehr arm. Und die brauchen zu einem bestimmten Zeitpunkt Geld. Dieses Geld schafft ihnen Erleichterung in ihrem Leben. Wenn er seine Hände hebt, glaubt er dann daran, dass Allah ihm das geben kann, worum er ihn gebeten hat? Oder der andere, er sucht seit Jahren eine Frau, liebe Geschwister. Und er bittet Allah, seit 2 oder 3 oder 5 Jahren, ja Allah, gib mir eine gläubige Frau. Aber bis jetzt hat Allah Azza wa Jal ihn nicht verheiratet. So gibt es viele Menschen, er sagt, ich habe Allah gebeten. Jetzt muss ich mich auf mich selber verlassen. A'udhu billah. A'udhu billah. Weiß er denn nicht, dass er nichts tun kann, außer mit der Hilfe? Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt weder Macht noch Kraft, außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim. Wenn die gesamten Menschen und Dschinn dir dazu verhelfen wollten, dass du nur einmal mit dem Auge zwinkerst, du wärst nicht in der Lage dazu, wenn Allah dir das nicht erlaubt. Allah subhanahu wa ta'ala. Manche bitten seit Jahren, es kommt keine Frau. Was macht er? Er sagt, ich verlasse mich auf mich selber. Dann geht er in eine Diskothek. Naam. Und er geht in diese Diskothek und er sieht, oh, ein Tigerkäfig und Jane ist noch drin. Sie tanzt. Techno. Tick, 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 tick. Dann sagt er, das ist meine Frau. Sie wird gläubig werden. Natürlich. So denkt diese Person, liebe Geschwister. Er vertraut nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ein anderer, er wünscht sich, dass er gesund wird, weil er schon jahrelang krank ist. Weiß er nicht, dass Allah azza wa jal ihn gesund machen kann. Weiß diese Person nicht. Eine Frau bittet Allah seit Jahren, ja Allah, gib mir ein Kind. Seit Jahren bekomme ich kein Kind. Glaubt sie daran, dass Allah Azza wa Jal ihr helfen kann? Oder eine Person, er begeht Sünden über Sünden. Er möchte diese Sünden ablegen, aber wenn er Allah bittet, so glaubt er nicht daran, dass Allah ihm von diesen Sünden entfernen kann. Du rauchst eine Zigarette. Ja, Allah, entferne mich von der Zigarette. Und dann zündest du gleich die nächste an. Das geht nicht. Das geht nicht, lieber Bruder. Und schaut mal, subhanallah, alle Personen, die wir gerade genannt haben, sie haben einen gemeinsamen Fehler. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und immer wenn ihr den Namen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hört, dann sagt ihr, sallallahu alaihi wasallam, das ist unser Liebling, das ist der beste Mensch unter der Sonne Allahs. Und Allah hat ihn dafür entsandt, dass er die Menschen von der Finsternis zum Licht ruft, liebe Geschwister. Diese Menschen haben alle einen Fehler. Wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala bitten um etwas, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Bittet Allah, während ihr gewiss seid, dass Allah euch erhören wird. Eine Frage. Wenn du Allah um eine gläubige Frau bittest, glaubst du vorab nicht daran, dass Allah dir diesen Wunsch erfüllen kann? So wird Allah dein Dua nicht erhören. Wer hat den Fehler gemacht? Du. Weißt du nicht, dass er zu allem die Macht hat? Allah besitzt alle Schätze von Himmel und Erden. Warum bittest du ihn, wenn du gleichzeitig nicht daran glaubst, dass er dir diesen Wunsch erfüllt? Warum? Warum, Yachi? Und wenn es auch ein ausgefallener Wunsch ist, du musst darauf vertrauen, zu dem Zeitpunkt, wo du Allah um etwas bittest, dass Allah dir dieses erfüllen kann. Ansonsten ist dein Dua bei Allah Azza wa Jal nichtig. Du wirst für diesen Dua keinen Lohn bekommen. Und er ist falsch, falsch, falsch. Allah wird dir nicht geben, worum du ihn gebeten hast. Nur wegen einem einzigen Grund. Du hast ihn gebeten, während du gewiss oder nicht gewiss warst. Nicht gewiss war es. Ja Allah, bringe mich weg von diesen Sünden. Bringe mich weg von diesen Sünden. Aber gleichzeitig glaubst du selber nicht daran. Ich werde mit dem Rauchen nie aufhören. Ja Allah, lass mich mit dem Rauchen aufhören. Aber innerlich im Herzen glaubst du daran, dass du nicht mit diesem Rauchen aufhören wirst. Dein Dua ist falsch.
Und weil es falsch ist, wirst du auch nicht von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, worum du ihn bittest. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er berichtet von Allah azza wa jall in einer heiligen Überlieferung, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte: "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, fa in dhanna bi khayran falah, wa in dhanna sharran falah." Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, sagt in dieser heiligen Überlieferung: Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt. Wenn er gut über mich denkt, dann für ihn. Und wenn er schlecht über mich denkt, gegen ihn. Subhanallah al-Azim. Hast du jetzt die Spielregeln verstanden? Du kannst doch Allah nicht um etwas bitten, während du selber nicht daran glaubst, dass Allah Azza wa Jal dir dieses wirklich erfüllen kann. Welche Meinung hast du über Allah Azza wa Jal, deinen Herrn, lieber Bruder und liebe Schwester, bei Allah? Nur Allah ist einzig und alleine in der Lage, dir zu helfen und dir zu geben im Leben, was du brauchst. Allah, höre seine Wörter. Er sagt: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Und wer auf Allah vertraut, so genügt Allah. So reicht Allah ihm. Allah ist der Einzige, den du brauchst, lieber Bruder und liebe Schwester. Niemand kann dir helfen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Schau mal, wenn du zum Beispiel eine Person bist, der krank ist und du hast eine Krankheit, die vielleicht sogar so schlimm ist, dass sie eventuell zum Tode führen könnte. Wer kann dir helfen? Eine Person, der neben dir steht, er kann dich bemitleiden. Er sagt: Ach, du tust mir so leid. Aber kann er dir helfen? Antwort: Nein. Nein. Wer aber kann dir helfen? Allah. Allah, der dir diese Krankheit geschickt hat, ist auch derjenige, wallahi al-azim, der diese Krankheit von dir wegnehmen kann. So, als hättest du sie niemals gehabt. Allah, der dir bis jetzt nicht viel Versorgung gegeben hat, ist derjenige, der dir im nächsten Moment wieder Versorgung geben kann. Es gibt eine lustige Geschichte, die hat sich jetzt, aber eine wahre Geschichte, die hat sich in Amerika ereignet, liebe Geschwister. Und dort gab es einen Bettler, einen schwarzen Mann, der sitzt an seiner Ecke, wo er sonst immer sitzt, und die Leute kommen, und wer will, der gibt ihnen ein paar Cent. Und eines Tages kam eine steinreiche Frau, aber der Bettler, der sitzt nur da und abends zählt er seine Kohle, der kümmert sich gar nicht darum, wie die Gesichter aussehen. Sie hat ihn etwas hereingeworfen in seinem Becher. Danach guckt er später nach und er sieht einen Ring und er denkt, dass dieser Ring wertvoll ist. Er hat ihn bei sich behalten. Am nächsten Tag kommt diese Frau, diese steinreiche Frau, und sie sucht nach ihrem Ring, denn das ist ein sehr wertvolles Stück, was sie besessen hat, liebe Geschwister. Er hat einen unermesslichen Wert, dieser Ring. Und sie fragt nach dem Bettler, und später, als sie ihn gefunden hat, so sagte sie zu ihm: Hast du meinen Ring gefunden? Ich habe ihn gestern in deinen Becher hereingeworfen. Er sagte: Ich habe diesen Ring aufgehoben. Ich habe diesen Ring aufgehoben. Die Frau war so glücklich darüber. So nahm sie ihren Ring und sie hat ihm gesagt: Ich werde für dich eine Spendenaktion machen und ich werde die Leute dazu aufrufen, dass sie spenden. Und im Laufe der Tage kamen Hunderttausende von Euro an diesen armen Bettler. Von einem Moment zum anderen. Wer hat das möglich gemacht? Allah subhanahu wa ta'ala. Siehst du, dass Allah azza wa jal dich von einem Moment in einem anderen Moment in eine total andere Lage versetzen kann. Aber du musst daran glauben. Möge Allah uns unter den Gläubigen schreiben. Amen. Subhanallah. Schau mal, einer, der neben dir ist, er bemitleidet dich. Und er sagt dir: Du tust mir so leid. Aber er kann dir nicht helfen, lieber Bruder und liebe Schwester. Wallahi, er kann dir nicht helfen. Er hat zwar den Willen, dir zu helfen, aber wenn Allah dir helfen möchte, dann hat Allah nicht nur den Willen dazu, sondern er hat auch dazu die Macht, liebe Geschwister. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wenn ich dich jetzt frage, lieber Bruder und liebe Schwester, möchtest du, dass die Umma ab sofort gerettet wird? Dass die Umma ab sofort nicht mehr diese Erniedrigung erfährt, die sie in der gesamten Welt erfährt? Schaut, welche Stellung wir Muslime in der gesamten Welt haben. Jeder lacht über uns. Wenn ich dich fragen würde, möchtest du heute die Lage der Umma ändern? Du sagst mir: Ja, dein Wille ist da. Aber was fehlt dir? Die? Wer kann das aber ändern? Allah subhanahu wa ta'ala. Hat er nicht in vielen arabischen Ländern einfach die Regierung ausgetauscht, ohne dass viel Blut vergossen wurde? Wart ihr nicht Zeitzeugen? Bitte sagt es mir. Ja. Ey Wallah.
über Regierungen, die jahrelang, jahrzehntelang gewirkt haben. Auf einmal waren diese Regierungen weg. Subhanallah al-Azim. Ohne dass sogar viel Blut dabei geflossen ist. Allah ist in der Lage, alles zu tun, was er möchte, liebe Geschwister. Allah, Azza wa Jal, er ist dein Helfer, denn er ist Al-Qadir. Schaut mal, wozu Allah Azza wa Jal in der Lage ist. Maryam, radiyallahu anha wa ardaha. Die Mutter von Isa Maryam, radiyallahu anha. Sie hat ein Kind getragen, ohne dass ein Mann sie zuvor berührt. Verstehst du das? Du verstehst das nicht. Aber schaut mal, es gibt Naturgesetze. Wir kennen sie. Ich kenne sie, du kennst sie. Diese Naturgesetze, für uns müssen sie vorhanden sein, damit wir eine Sache nachvollziehen können. Aber Allah, wenn er eine Sache möchte, gibt es keine Naturgesetze bei ihm. Maryam, radiyallahu anha wa ardaha, die Mutter von Isa. Allah hat sie ein Kind tragen lassen, obwohl nie ein Mann sie zuvor berührt hat. Liebe Geschwister, sie sagt, وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. Nie zuvor hat mich ein Mann angefasst und ich bin doch keine Prostituierte. Maryam radiallahu anha, und wir schicken einen Brief an unsere Schwestern. Sie wusste ganz genau, ob Hände sie zuvor berührt haben oder nicht. Aber heutzutage, eine Frau weiß nicht, wie viele Hände sie berührt haben. Von wem ist das Kind? Von Murat? Oder von Mehmet oder von Ali, inshallah von Ali, der hat grüne Augen und der singt so romantisch. Wie viele Hände haben dich berührt? Und du weißt nicht mal, von wem das Kind stammt. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren. Maryam, radiallahu anha, die Tugendhafte, sie sagte, nie zuvor hat mich ein Mann berührt. Sie war sich gewiss, weil sie nicht mit jedem Mann davongezogen ist. Aber heute ist das anders. Du brauchst einen Freund. Natürlich. Du brauchst einen Freund. Das versucht man den Leuten zu verstehen, zu geben, liebe Geschwister. So, dass ein Elfjähriger, subhanallah, in diesem Alter schon eine Freundin hat. Der hat eine Freundin. Nicht, weil er eine Freundin will, aber, subhanallah al-Azim, man redet ihnen das so ein. Mit was haben wir gespielt, als wir 11 Jahre waren? Wir haben Klötze durch die Gegend bewegt. Aber der spielt mit etwas Lebendigem. Er spielt mit etwas Lebendigem, was sich bewegt, liebe Geschwister. Und subhanallah al-Azim, wenn ein 11-Jähriger etwas hatte mit einem Mädchen und sie wird schwanger, dann heißt es, oh, so ein kleines Kind hat schon ein Kind. Ja, ihr wart dafür zuständig, dass dieses Kind das gemacht hat, wozu ihr ihm aufgefordert habt. Subhanallah al-Azim. Alhamdulillah, die Muslime schützen ihre Gesellschaft, liebe Geschwister. Allah, Azza wa Jal, er hat noch mehr vollzogen. Er hat den Himmel gehoben, subhanahu wa ta'ala, ohne dass Stützen dazwischen sind. Es sind auf der Erde und zwischen dem Himmel keine Stützen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allahu alladhi rafa'a as-samawat bighayri 'amad. Allah ist es, der den Himmel erhoben hat und du siehst keine Stützen dazwischen. Wo sind die Stützen? So gewaltige Körper trägt dieser gesamte Himmel. Aber Allah erhält ihn oben. Warum? Weil er es subhanahu wa ta'ala so beschlossen hat. Zakaria alayhi salatu wassalam, einer der gigantischen Propheten. Er war ungefähr 90 oder 100 Jahre alt, liebe Geschwister. Und so hat er Allah subhanahu wa ta'ala inständig darum gebeten, dass Allah azza wa jal ihm ein Kind schenkt. Warum? Sie wollten nicht Kinder wie wir, wegen Kindergeld und Elterngeld. Ja? So, heutzutage ein Araber oder Türke, Pakistaner. Meine liebe Frau, wir haben kein Geld, machen wir mal ein Kind. Gibt Elterngeld. Ich war mal mit meiner Frau bei einem Amt. Dann sagte sie zu ihrer Freundin, die dort ist, oder zu der Bekannten, die dort war. Sie sagte zu ihr, weißt du denn nicht, Schwester, dass es kein Elterngeld mehr gibt? Sie sagt, was? Wozu habe ich dann ein Kind bekommen? A'udhu billah. Wenn das ihre Absicht war, ein Kind zu bekommen, wegen Geld, wegen Para, wegen Masari, wegen Arane, dann seht, ob Allah dieses Kind segnen wird oder nicht. Subhanallah. Zakaria, er hat Allah Azza wa Jal darum gebeten und er war circa 90 oder 100 Jahre alt, dass Allah Azza wa Jal ihm ein Nachkomme gibt. Ein Kind gibt. Warum? Damit dieses Kind
sich um die Gesellschaft kümmert, damit dieses Kind den Menschen das Gute befiehlt und das Schlechte verbietet. Schaut mal, das war ihre Absicht. Heutzutage auch Muslime, die gläubig sind. Wenn sie ein Kind bekommen, liebe Geschwister, wallahi, sie haben nur eine Absicht. Ich möchte ein Kind haben, damit eine weitere Seele sich in dieser Welt vor Allah niederwirft. Das ist ihre Absicht. Schaut mal, subhanallah, aus welchem Grund manche Kinder bekommen und aus welchem anderen, viel besseren Grund andere Leute, gläubige Leute ihre Kinder bekommen. Subhanallah. Zakaria, er war altlüg gewesen, liebe Geschwister. Wer glaubt daran, dass ein Mann, der 90 oder 100 Jahre alt ist, ein Kind bekommt? Und noch mehr, seine Frau war unfruchtbar. Sie hat in diesem Zeitpunkt keine Kinder mehr bekommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Wir werden dir einen Jungen geben und wir nennen ihn Yahya, wie noch nie zuvor einer genannt wurde. Allah azza wa jal hat Zakaria versprochen, dass Allah ihm ein Kind geben wird. Sein Name ist Yahya. Allah hat ihn so genannt. Deswegen, das ist ein schöner Jungenname. Und mashallah bei euch, man sieht jedes Mal Akika, dann weiß man auch, was los ist. Auf jeden Fall, vergiss den Namen Yahya nicht, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal, er hat das Kind so genannt. Qala Rabbi, anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira. Er sagte, oh Allah, wie soll ich ein Kind bekommen, während meine Frau unfruchtbar ist? Was hat Allah Azza wa Jal gesagt? Qala kathalik, qala rabbuka huwa alayya hayyin. So wird es sein, sagte sein Herr. Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein leichtes für mich. Kam Yahya zur Welt? Ey wallah. Zakaria alayhi salam war zwischen 90 und 100 Jahren. Seine Frau war unfruchtbar und trotzdem hat Allah ihr ein Kind gegeben, den er subhanahu wa ta'ala genannt hat. Yahya. Und noch mehr, Allah hat ihn zu einem Propheten gemacht. Und noch mehr, Allah hat ihn gütig gemacht gegenüber seinen Eltern. Seine Eltern waren sehr zufrieden mit ihm. Zakaria hat um eine Sache gebeten, Allah hat ihn drei gegeben. Siehst du, wenn du gläubig bist? Siehst du, wenn du gläubig bist? So ist die Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und die beste Nachricht, die ich heute für dich habe, lieber Bruder und liebe Schwester, ist, dass der Einzige, der dir helfen kann, und das ist Allah, niemals stirbt. Du kannst ihn um jede Sache bitten, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Allah Azza wa Jal sagt, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Und verlass dich, vertrau auf denjenigen, der ewig lebendig ist und niemals stirbt. Mal angenommen, du kennst einen König. Dieser König ist steinreich und er kann dir vieles im Leben erleichtern. Was wäre deine größte Sorge? Wer sagt mir das? Was wäre deine größte Sorge bezüglich dieses Königs? Dass er irgendwann stirbt. Aber Allah, er ist der Lebendige, der nicht stirbt. Liebe Geschwister, schaut, wie gigantisch diese Angelegenheit ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat viele Feinde gehabt. Und ihr wisst, manche Leute wollten die Botschaft des Islam sofort auslöschen. Und sie haben versucht, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu töten. Allah hat ihn entsandt mit einer Botschaft. Und Allah hat bestimmt, dass diese Botschaft zu den Menschen gelangt. Und tatsächlich Allah, er hat es bewirkt, dass dieser Prophet, dieser glanzvolle Prophet, dieser gewaltige Prophet, der beste aller Propheten, diese Botschaft an die Menschen weitergetragen hat. Es dauerte 23 Jahre, bis diese Botschaft abgeschlossen war. Und davor konnte niemand diesen Propheten töten, obwohl viele das versucht haben. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. O du Gesandter, verkünde das, was von Allah auf dich herabgesandt wurde. Wa in lam taf'al, wenn du es aber nicht tust, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, so hast du seine Botschaft nicht überbracht. وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ, und wahrlich Allah, er wird dich vor den Menschen beschützen. Subhanallah al-Azim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war in Mekka gewesen und er musste flüchten und sie sind später nach Medina geflüchtet, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war auch nur ein Mensch. Und natürlich hatte er auch Angst gehabt, liebe Geschwister. Und eines Tages, als er in Medina angekommen ist, so war es seine erste Nacht, die er dort verbracht hat. Aisha radiallahu anha war dabei.
Er sagte zu Aisha, ich wünschte mir, einer meiner Gefährten wäre hier, damit er Wache steht vor der Tür. Und subhanallah, zu dem Zeitpunkt kam Sa'd ibn Abi Waqqas zu ihm. Subhanallah, niemand hat ihn gerufen? Doch! Allah hat ihn gerufen. Und dann war der Prophet Muhammad s.a.w. sehr, sehr beruhigt gewesen, dass einer Wache stand vor seiner Tür. Und ihr wisst, er war in größter Gefahr, liebe Geschwister. Sa'd ibn Abi Waqqas war sofort bereit, den Propheten Muhammad s.a.w. zu beschützen. So waren die Sahaba. Radiallahu anhum wa ardahum. Auch wenn ich drauf gehe, Hauptsache die Botschaft wird verbreitet. Das war ihre Vision. Und deswegen waren sie die Besten. Möge Allah uns ihnen folgen lassen. Amen. Sa'd ibn Abi Waqqas, er wollte aufpassen. Dann hat Allah diese Eier offenbart. Wallahu ya'asimuka minan nas. Wahrlich, Allah, er wird dich beschützen vor den Menschen. Als der Prophet Muhammad s.a.w. diese Eier empfangen hat, dann ging er zu Sa'd, er sagte, geh nach Hause, Allah beschützt mich. Geh nach Hause, geh, Allah. Er hat den Schutz für mich übernommen. Allahu Akbar. Es gibt Leute, wenn er mit einem Bodybuilder läuft, der 2 Meter groß ist und 3 Meter breit, der sagt, oh, kommt mal alle her, wer bist du? Und dann fängt er an, die Menschen zu beschimpfen, weil er weiß, dass dieser Bodybuilder ihnen hilft. Er weiß, der ist stark und keiner traut sich so schnell an mich heran. Was aber, wenn jedes Mal der Herr dieses Bodybuilders mit dir ist? Allah. Manche fühlen sich so sicher neben einem Bodybuilder. Aber Allah, er ist doch der Herr dieses Bodybuilders. Allahu Akbar, wie manche Leute nicht nachdenken. Liebe Geschwister, und lasst uns eine wunderschöne Geschichte hören über einen Mann. Nein, es war einer der besten Propheten und Gesandten. Und er war derjenige, der sich mit 80 Jahren selber mit einer Axt beschnitten hat. Wer war das? Ibrahim a.s. Nicht, dass ihr das nachmacht. Er war von anderer Natur. Er war von anderer Natur, liebe Geschwister. Subhanallah, Ibrahim a.s. schaut, welches Vertrauen er in Allah subhanahu wa ta'ala gelegt hat. Ibrahim a.s., er hat gesehen, wie sein Volk Götzen angebetet hat. Und es hat Ibrahim geschmerzt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der will, dass man ihn nur einzig und alleine anbetet. Denn alles andere, was du neben Allah anbetest, ob es ein Baum ist oder ein Stein, eine Götze ist, oder ob es Menschen sind, sie können dir nichts nützen. Nützen kann dir nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und es hat ihn sehr traurig gemacht. Also hat er angefangen mit diesen Götzendienern, die im Tempel viele Götter reingestellt haben. Und es waren Götzen gewesen. Er hat zu ihm gesagt, قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَدُرُّكُمْ. Betet ihr etwas außer Allah an, was euch weder nützen noch schaden kann. Was euch weder nützen noch schaden kann. أُفِّن لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Pfui über euch und das, was ihr anbetet. Wie könnt ihr diese Götzen anbeten? Ihr, die ihr diese Götzen selber mit eurer Hand geschnitzt habt und das anbetet, was ihr selber geschnitzt habt. Subhanallah, schaut mal. Diese Leute haben mehr Wert als diese Götzen. Weil wer hat die Götzen geschnitzt? Die Menschen. Die Menschen sind besser als die Götzen, Antwort. Natürlich, aber trotzdem haben diese Menschen wen angebetet? Die? Die Götzen, schaut mal, subhanallah al-Azim. Und deswegen, liebe Geschwister, sollten wir eine Sache verstehen. Ibrahim a.s., er wollte, dass die Leute einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Aber als sie gemerkt haben, dass Ibrahim a.s. die Wahrheit zu ihnen bringen möchte, dass er die Köpfe ihres Volkes verdreht, so sagten sie, harriqu, verbrennt ihn, verbrennt ihn. Wansurna alihatakum in kuntum fa'alin. Verbrennt ihn, verbrennt Ibrahim a.s. und verteidigt eure Götter, wenn ihr wirklich etwas tun wollt. Sie sagten, verbrennt ihn. So sind diese Verbrecher, liebe Geschwister, auch in der heutigen Zeit, subhanallah al-azim, dass es ihnen nicht ausreicht, wie sie verschiedene chemische Waffen gegen Muslime einsetzen und sie hätten ihr verbrecherisches Ziel auch mit normalen Waffen erreicht, aber sie wollen immer die Qualen dazu haben. Möge Allah uns vor allen Feinden bewahren. Das Feuer für Ibrahim a.s., es wurde tagelang gezündet und es war ein Feuer, was die Menschen nie zuvor in ihrem Leben gesehen haben. Ibrahim a.s., er wurde mit einem Katapult in das Feuer hereingeworfen, liebe Geschwister. Wisst ihr warum?
weil das Feuer so heiß war, dass man nicht ganze Meter in der Nähe von diesem Feuer verbleiben konnte. Es war zu heiß. Also schmiss man ihn mit einem Katapult herein. Subhanallah. So sollte das Ende von Ibrahim a.s. sein. Aber Ibrahim a.s. hat zu dem Zeitpunkt nur einen einzigen Satz gesagt und merkte diesen Satz. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Allah ist derjenige, der mir genügt. Allah reicht mir. Und auf Allah verlassen sich nur die Gläubigen. Subhanallah al-Azim. Allah ist der Beste, auf den man sich verlassen kann. Das hat Ibrahim a.s. zu einem Zeitpunkt gesagt, wo alle Hoffnung dahin geschwunden ist, liebe Geschwister. Aber hört euch das Ende der Geschichte an. Ibrahim a.s., er wurde hereingeworfen. Und in einer anderen Überlieferung, sie ist nicht vom Propheten Muhammad s.a.w., und manche sagen, diese Überlieferung ist daif. Viele Tafsir-Gelehrten haben sie aber erwähnt, liebe Geschwister, dass ein Engel zu Ibrahim a.s. kam. Wer war das? Jibril a.s. Und er sagte, Jibril a.s., alaka haja, hast du einen Wunsch, ja Ibrahim? Bevor du reingeworfen wirst, hast du einen Wunsch. Du weißt, wer ich bin. Ich bin Jibril, der mächtigste Engel von Allah. Hast du einen Wunsch an mich? Er sagte, amma ilayka fala, von dir nicht. Von deinem Herrn, ja, aber nicht von dir. Allahu Akbar. Das volle Vertrauen von Ibrahim a.s., obwohl Jibril a.s. mit einem Teil von seinem Flügel, und wie viele Flügel hat er? 600. Mit einem Teil seines Flügels hat er eine ganze Stadt hochgehoben, bis nach oben, liebe Geschwister. Hätte er ihnen nicht helfen können. Und Jibril kommt nur auf Anweisung von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Ibrahim erkannte das nicht, sich auf andere zu verlassen, außer auf. Also hat er gesagt, von dir nicht, aber von deinem Herrn. Allah subhanahu wa ta'ala, als Allah subhanahu wa ta'ala dieses Vertrauen von Ibrahim alayhi salam gesehen hat, dann hat Allah einen Befehl gegeben, der für uns alle nicht verständlich ist. Qulna ya nar kuni bardan wa salama ala Ibrahim. O Feuer, sei kühl und angenehm zu Ibrahim alayhi salam. Wie ist das Feuer normalerweise? Heiß oder kalt? Heiß. Heiß. Außer wenn Allah will, dass es kalt wird. Dann wird es kalt. Ibrahim a.s. wurde in dieses heiße Feuer reingeworfen. Und er kam heraus, als ob er gerade aus seinem Bett aufsteht. Und weg war er. Was denkt ihr, wie diese Leute geguckt haben? Das war ein Feuer. Welches Naturgesetze hat, aber Allah, er braucht keine Naturgesetze. Siehst du nicht die Zeichen Allahs? Allah hat Planeten erschaffen, auf denen könnten wir Menschen leben. Aber andere Planeten, da schaffen wir nicht zu überleben. Allah erschafft, was er will. Manchmal du fährst, subhanallah, über die Autobahn. In einem Zeitpunkt schneit es, im nächsten Zeitpunkt scheint die. In 10 Minuten 4 Jahreszeiten. Allahu Akbar. Allah ist in der Lage, alles zu tun, liebe Geschwister, wenn wir doch dieses nur verstehen würden. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, er hat das Feuer nicht nur kühl gemacht, sondern angenehm, denn auch kaltes hätte Ibrahim a.s. schaden können. Aber Allah wollte nicht, dass dieser Mann, dieser großartige Mann, irgendeinen Schaden in Kauf nimmt. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَرَادُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. Und sie wollten ihm Böses antun, Ibrahim a.s. Seine Feinde, aber wir haben sie zu den schlimmsten Verlierern, zu den größten Verlierern gemacht. Allahu Akbar. Allah hat das Feuer kühl und angenehm gemacht. Liebe Geschwister, ihr wisst, die letzte Station, bevor die Diener in das Paradies oder in das Höllenfeuer eingeworfen werden, welches ist das? Welches ist das? Wie heißt unsere Seite? As-Sira. Das ist die Brücke, die über Jahannam geschlagen wurde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diese Brücke, وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا. Und niemand wird an dieser Brücke vorbeigehen. Das ist eine fest beschlossene Sache von Allah, dass jeder über diese Brücke gehen muss. Diese Brücke ist geschlagen über das Säulenfeuer. Und ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, diese Brücke ist so dünn wie ein und so scharf wie ein Schwert. Jeder Diener Allahs. Und niemand hat eine höhere Stellung als Diener. Jeder ist ein Diener Allahs. In kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani
Abida, am Tage der Auferstehung wird niemand anders zu Allah zurückkehren, denn als Diener. Wir sind alle Diener Allah subhanahu wa ta'ala, ob du willst oder nicht. Du kannst ein geehrter Diener sein oder ein erniedrigter Diener sein. Jeder muss über diese Brücke hinweg, liebe Geschwister. Und dann gibt es Leute, wal'iyadu billah, weil sie in dieser Welt keine Rechtleitung hatten. Weil sie so gelebt haben, indem sie gesagt haben, kein Paradies und kein Höllenfeuer, mach was du möchtest. So werden sie über diese Brücke laufen und herunterfallen. An einem Tag voller Finsternis. Und stellt euch nur vor, über das Meer, liebe Geschwister, 200 Meter über dem Meer, über dem Pazifischen Meer, in der Tiefe des Meeres, wäre eine Brücke geschlagen worden und sie wäre so dünn, du müsstest darüber hinweglaufen. Wäre das leicht? Nein. Wallahi nein. Aber was denkt ihr, es geht nicht 200 Meter herunter und du fällst wirklich in Wasser, sondern es geht 70 Jahre tief und du fällst in Jahannam. 70 Jahre tief ist das Höllenfeuer. Jeder Diener, er muss über diese Brücke. An diesem Tag wird es voller Finsternis sein. Wer wird Licht bekommen? Nur die Gläubigen. Möge Allah Azza wa Jalla uns an diesem Tag Licht geben. Amen. Wisst ihr, wenn jemand zum Fajr-Gebet geht, am frühen Morgen, und er geht im Dunkeln zum Fajr-Gebet in die Moschee, so wird Allah ihm was geben? Licht am Tage der Auferstehung. Gehör dazu. Sei nicht von den Schläfern. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Schaut mal, subhanallah. Jeder muss über diese Brücke und manche fallen herein. 70 Jahre tief. Und die Gelehrten sagen, ein Teil der Gelehrten sagt, jeder geht über diese Brücke und wird vom Höllenfeuer erfasst. Auch die Gläubigen. Aber für die Gläubigen wird das Feuer so sein, wie das Feuer für wen war? Für Ibrahim alaihi salam, kühl und angenehm. Allahu Akbar. Allah, er kann dich bewahren vor allem, was du nicht magst, lieber Diener. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, liebe Geschwister, jeder Mensch weiß, dass Allah ihn einzig und alleine helfen kann. Stellt euch vor, es sitzen Leute in einem Flugzeug. Stell dir vielleicht vor, du sitzt im Flugzeug. Auf einmal fängt das Flugzeug an zu wackeln. Heftig zu wackeln. Und dann auf einmal geht es steil ab. Was tust du in diesem Moment? Was tust du in diesem Moment? Sagst du, ja, Kapitän und Surni? Oh, Kapitän, hilf mir! Was werden die Leute sagen, die nicht an Allah glauben? Oh mein Gott. Subhanallah al-Azim, auf einmal ist Gott da. Das ganze Leben kannten sie Gott nicht. Aber auf einmal, wo sie wissen, niemand kann ihnen helfen, außer Allah, da rufen sie wen? Allah und nicht den Kapitän. Fitra. Natürliche Veranlagung. Der Gläubige, er weiß, dass er nur Allah subhanahu wa ta'ala ruft. Aber warum ist das bei ihnen so? Weil Allah jeden eine natürliche Veranlagung gegeben hat. Und wenn ein Mensch alleine auf einer Insel aufwachsen würde, ohne negative Einflüsse, er würde seinen Herrn Allah erkennen. Allah hat ihn so erschaffen. Aber weil die Menschen diesen Einfluss auf dieses Kind haben und ihn zerstören, liebe Geschwister, so, wal'iyadu billah, denkt das Kind irgendwann, dass er vom Affen abstammt, wie manche Leute. Die sagen, wir stammen vom Affen ab. Wenn du ihnen sagst, okay, herzlichen Glückwunsch, oh Sohn eines Affen, der sagt, warum beleidigst du mich? Du hast doch gesagt, du stammst vom Affen ab. Du hast gesagt, du stammst von einem Affen ab. Subhanallah. Was möchte aber Allah subhanahu wa ta'ala? Allah möchte uns helfen. Und wallahi, Allah möchte uns helfen, liebe Geschwister, in jeder Beziehung. Und wir brauchen Allah zu jeder Zeit. Glaubt nicht, dass man jetzt hier so sitzen kann und sagt, ja, ich habe einen Job und ich habe 20.000 Euro zur Seite, ich habe eine Frau, zwei Kinder, wozu soll ich Allah bitten eigentlich? Weißt du, dass jeden Herzschlag wer kontrolliert? Allah. Weißt du, dass du den Erfolg von Allah brauchst, damit du gute Taten machen kannst? Die Salaf-Gelehrten sagen, wenn ich eine gute Tat mache, dann muss ich Allah dafür danken, dass er mich diese gute Tat hat machen lassen. Wer hat ihn diese gute Tat machen lassen? Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, wie gnädig Allah ist. Allah azza wa jalla, er hat Ayyub alayhi salam eine Krankheit geschickt, wie Anas ibn Malik in einer authentischen Überlieferung radiallahu anh, gesagt hat. Sie ging wie lange? 18 Jahre.
18 Jahre wurde Ayub a.s. mit einer gewaltigen Krankheit geprüft, liebe Geschwister. Aber Ayub a.s., er war sehr, sehr geduldig. Er hat es nicht eilig gehabt, dass Allah ihn heilt. Denn es war so, als ob Ayub a.s. sagen wollte, das ganze Leben war ich gesund. Soll ich mich jetzt bei Allah beschweren wegen diesen paar Tagen Krankheit? Und so ist der Mensch. Die gesamte Zeit ist er gesund, aber wenn er dann einmal Herzflattern hat, dann sagt, was wird jetzt passieren? Er vertraut nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala. Die ganze Zeit war er gesund. Hast du keine gute Meinung über Allah? Plötzlich vergisst du das ganze Gute und jetzt, wo du krank bist, hast du eine schlechte Meinung über Allah. Schäm dich. Wallahi al-Azim, schäm dich, dass du so eine Meinung über Allah hast. Allah möchte dich nur prüfen, damit er dir deine Sünden vergibt und dich im Rangstufen erhöht. Willst du ihn deswegen sauer sein? Willst du deswegen Allah, deinen Herrn, beschimpfen? Möge Allah unsere Herzen immer reinigen. Schaut mal, Ayub a.s., 18 Jahre war er krank gewesen, liebe Geschwister. Und er hat dieses mit Standhaftigkeit ertragen. Wer hat ihm diese Standhaftigkeit gegeben? Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah, der ihm Standhaftigkeit gegeben hat. Sonst hätte Ayub diese niemals gehabt. Sonst hätte Ayub diese Standhaftigkeit niemals gehabt. Allah gibt ihm Standhaftigkeit, um ihn danach dafür im Koran zu leben. Inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abd. Wahrlich, wir haben ihn vorgefunden als einen geduldigen Diener. Was für ein vortrefflicher Diener, sagt Allah über Ayub. Und wer hat ihm die Eigenschaft gegeben, geduldig zu sein? Allah. Willst du jetzt deinen Herrn kennenlernen? Willst du jetzt deinen Herrn? Allah ist es, der dich zur Reue bewegt. Wallahi, ohne Allah könntest du nicht bereuen. Und wenn Allah dich zur Reue bewegt, und er alleine hat dieses in der Hand, ob du bereust oder nicht. Das ist nur in der Hand Allahs. Allah bewegt dich zur Reue, damit du bereust und er deine Reue annimmt. Wer hat dich dazu bewegt? ثُمَّ تَابَ عَلَيْكُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie zur Reue gelenkt, damit sie auch bereut. Allah lässt dich bereuen, damit er deine Reue annimmt. Verstehen wir das? Wer ist Allah? Warum beschäftigen wir uns nicht mit Allah? Liebe Geschwister, lasst dieses Shaitan-TV. Wallahi al-Azim, das wird uns nichts bringen. Lasst uns lieber Allah Azza wa Jal kennenlernen, damit er subhanahu wa ta'ala sieht, dass wir ihn wirklich lieben und dass wir niemand mehr begehren außer Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns unter den besten Muslimen schreiben. Liebe Geschwister, jeder von uns, er muss diesen Tawakkul, dieses Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala richtig verinnerlichen. Denn der Tawakkul, er ist der Kopf des Islam, der Kopf von deinem Tawhid. Wie kannst du von dir behaupten, dass du ein wahrhaftiger Muslim bist, wenn du nicht auf Allah azza wa jal richtig vertraust? Nein, nichts wird mir passieren, außer was Allah für mich geschrieben hat. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Wahrlich, Allah, er wird nichts geschehen lassen, außer was er für uns geschrieben hat. Wie ruhig könntest du leben, wenn du dieses verstehst. Was bedeutet At-Tawakkul, liebe Geschwister? Die Gelehrten sagen, At-Tawakkul huwa i'timadu al-qalbi ma'al-akhdi bil-asbab. Er ist, dass du dich auf Allah Azza wa Jal verlässt, dass du dich auf Allah Subhanahu wa Ta'ala verlässt. Aber jetzt kommt der große Fehler, den viele machen. Sie verlassen sich auf Allah, aber nehmen was nicht in Anspruch? Die Mittel. Viele wollen Dinge von Allah haben. Und das sehen wir in der heutigen Zeit. Du siehst eine Person, er betet nicht. Er fastet nicht. Aber er sagt, ich habe Allah gebeten, nichts habe ich von Allah gesehen. So sagt er dir. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. فَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. So diene ihm. Und dann vertraue auf ihn. Viele vergessen was? Das Dienen. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Erst kommt das Dienen und dann kriegst du die. Was wollen manche Leute? Die Hilfe, aber sie wollen ihn nicht. Was ist das für ein Geschäft? Ein Geschäft für einen Verlustreichen. Möge Allah uns weit von diesen Verlierern entfernen. Liebe Geschwister, du musst, wenn du auf Allah Azza wa Jal richtig vertrauen willst, die Mittel in Anspruch nehmen. Und manche Leute, der sitzt im Wohnzimmer, der sagt, ja Allah, gib mir Gold und Silber. Aber er tut nichts dafür, ja? So Hartz IV, locker, ja? Subhanallah. Wird er Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, wenn er die Mittel nicht schafft? Antwort? Nein. Nein. Schaut mal.
eine Person, ja, eine Person. Er möchte Kinder haben. Er sagt, ja, Allah, gib mir Kinder. Und er macht das, während er steht, während er in der Verbeugung ist, während er in der Niederwerfung ist. Ja, Allah, gib mir ein Kind. Wird er ein Kind bekommen, wenn er keine Frau hat? Also, er muss die Mittel schaffen. Und wir müssen alle die Mittel schaffen. Aber versteht eine Sache. Ist das Mittel das, was dir hilft, oder Allah? Allah. Aber das Mittel ist nur etwas, was Allah von uns verlangt. Aber es ist nicht das Mittel, was dir hilft. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Medikament nimmst und du wirst gesund, war jetzt Antibiotika SPRA der Grund für deine Heilung, oder wer? Allah! Er war der Grund für deine Heilung, aber du hast das Mittel geschaffen und deswegen hat Allah dich geheilt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Da'u mardakum bis sadaqa. Heilt eure Kranken mit der Sadaqa. Mit der Sadaqa? Ja. Wenn du krank bist, spende und Allah wird dich gesund machen. Was ist das Spende jetzt für ein Medikament? Das Medikament ist bei Allah unwichtig. Aber er möchte sehen, dass wir etwas tun, damit er uns auch heilt. Subhanahu wa ta'ala. Und das sollte jeder von uns verstehen, liebe Geschwister, dass wir ein richtiges Vertrauen auf Allah haben. Wenn wir ihn bitten, subhanahu wa ta'ala, dann schaffen wir die Mittel, dass Allah uns hilft, aber gleichzeitig, was nehmen wir in Anspruch? Die Mittel. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du willst, dass Allah dich recht leitet, reicht es, dass du immer nur zu den Leuten sagst, mach Dua für mich, mach Dua für mich, mach Dua für mich. Oh, du siehst besonders gläubig aus, du machst zweimal Dua für mich. Frage, reicht das? Antwort, was muss diese Person tun? Die Mittel schaffen, indem er selber Allah subhanahu wa ta'ala dient. MashaAllah, ich sehe, ihr habt sehr, sehr viel verstanden. Hört dieses Beispiel. Ein Sheikh, er hat das mit eigenen Augen erlebt und er hat das berichtet, liebe Geschwister. Er war in Masjid al-Haram. Und plötzlich, inmitten von all diesen vielen Gläubigen, sah er einen Diener, einen alten Mann, der gestanden hat und die Hände hochgehoben hat. Wen hat er gebeten nur? Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, Allah. Und er hat nicht verstanden, was diese Person gesagt hat. Aber diese Person war so demütig in seinem Bittgebet, dass er alles um sich herum vergessen hat. Er ist beschäftigt. Das ist das Problem. Von vielen Leuten wird auch das Dua nicht angenommen, liebe Geschwister, weil während sie Dua machen, sind sie abgelenkt. Er macht Dua. Ja, Allah, vergib mir. Ja, Allah, reinige mein Herz. Bashir, bringst mir morgen die 50 Euro mit, die du mir noch schuldest? Okay. Ja, Allah, mach, dass er mir die 50 Euro morgen mit. Ist das ein Dua? Nein. Beim Dua musst du was sein? Hä? Konzentriert. Und dein Herz darf nicht herumspielen. Du musst demütig sein. Möge Allah uns demütige Herzen geben. Dieser Mann hat nur Allah gebeten. Und der Sheikh, er hat ihn beobachtet. Er fand dieses Bild so faszinierend, weil nicht jeder betet demütig Allah subhanahu wa ta'ala an, liebe Geschwister. Und das hat ihn wirklich beeindruckt, dieses Bild. Und plötzlich, irgendwann, nach ein paar Minuten, sah dieser Sheikh nur, dass ein Mann vorbeikam und er stellte sich vor diesem bittenden Mann und er wollte offensichtlich versuchen, mit ihm zu reden. Aber dieser Mann hat nur Allah gebeten und er hat nichts um sich herum gesehen. Dann hat diese Person, der gerade vor ihm stand, einfach ein Geldbündel hinterlassen und ist weitergezogen. Der Sheikh, er ging zu diesem bittenden Mann. Er sagt, sag mir, lehre mich, was hast du gemacht? Lehre mich, was hast du gemacht? Eine Person hat dir so viel Geld vor den Füßen einfach hingelegt. Diese Person sagte, Wallahi, nur Allah kennt meine Sorgen. Und nur Allah weiß, welche Sorgen und Kummer ich habe. Und ich bin so arm, ich brauchte unbedingt jetzt Geld, damit ich Erleichterung in meinem Leben habe. Und dann plötzlich sehe ich, dass so viel Geld vor mir liegt. Und es ist das Dreifache von dem, worum ich gerade Allah gebeten habe. Allahu Akbar. Glaubst du daran, wenn du Allah bittest, dass er es dir auch erfüllen kann? Schau mal, dieser Mann. Er hat nicht mal mit dieser Person geredet und nicht mal gesehen, wer ihm das Geld gegeben hat. Wenn Allah möchte, dass eine Person dir hilft, Wallahi, dann wird diese Person dir helfen. Und sei dir sicher, es ist so. Lieber Bruder und liebe Schwester, ein
Sheikh erzählt auch die Geschichte von einer Frau, sie war in Misr, liebe Geschwister. Und diese Frau war zu dem Zeitpunkt nur mit ihrem Vater, mit ihrem kranken alten Vater zusammen. Und sie hatte eine kleine Tochter, die sehr, sehr krank war. Und ihr wisst, arme Leute können sich keinen Doktor leisten. Und eines Nachts ging es dem kleinen Mädchen überhaupt nicht gut. Sie hatte so hohes Fieber, dass man schon sah, dass dieses Mädchen in jeder Sekunde sterben kann. Also hat diese Frau nasse Laken gemacht und ihr auf den Kopf getan. Und sie hat Allah inständig gebeten, ja Allah, heile meine Tochter. Ja Allah, gib meiner Tochter Gesundheit. Oh Allah, du weißt, das ist die Tochter, die ich liebe. Helfe ihr. Und sie tat wieder Laken. Und sie hat wieder Allah gebeten. Und wieder tat sie Laken. Und wieder hat sie Allah gebeten. Dann irgend eines Nachts klingelte die Tür bei ihr. Und es war ein Arzt, der vor der Tür stand. Der Vater hat die Tür aufgemacht. Er sagte, bitte, was kann ich für Sie tun? Der Arzt hat gesagt, mach Platz, ich muss sofort zu dem Mädchen. Okay, bitte. Er ging dann zu dem Mädchen und er hat ihr ein paar Medikamente gegeben, so dass es ihr nach ein paar Minuten sichtlich besser ging, liebe Geschwister. Dann irgendwann, als er die Behandlung abgeschlossen hat, sagte er, ich muss nun gehen, bitte bezahlt mir den Betrag, den ich von euch bekomme. Sie sagten, welcher Betrag? Er sagt, schaut mal, ich habe es eilig. Ihr habt mich doch gerade angerufen und mich gerufen, damit ich diese Tochter heile. Sie haben ihm gesagt, schau dir unsere Wohnung an. Wir haben nicht mal ein Telefon. Er sagt, wie? Ich sollte zu diesem Mädchen kommen, die so und so heißt. Die sagten, sie wohnt nicht mehr. Allahu Akbar. Wer hat ihn geschickt? وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Vertraue auf Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Und wer auf Allah vertraut, dem genügt er, liebe Geschwister. Die Gelehrten sagen, التوكل جماع الإيمان. Es ist der gesamte Iman. Ohne Tawakkul hast du kein Iman. Möge Allah uns zu Mu'minin machen, liebe Geschwister. Und ich schließe ab mit einer wunderschönen Geschichte. Bismillah. Musa, alayhi salam. Wer wird am meisten im Koran erwähnt von allen Propheten? Außer dem Propheten Muhammad salam, auf ihn ist der Koran herabgesandt worden. Wer? Musa, alayhi salam. Und Musa, alayhi salam, und das ist eine geehrte Stellung für ihn, dass Allah azza wa jal ihm so oft im Koran erwähnt hat. Musa, alayhi salam, ist in einer Zeit geboren, in der der ungerechteste Mensch gelebt hat, liebe Geschwister. Wer war das? Pharaon. Heutzutage haben wir viele Pharaons, dunkle und helle. Möge Allah uns bewahren. Sein Name war Pharaon. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er machte ihn zu einem Beispiel für uns, damit wir nicht dieselben Eigenschaften annehmen wie er. Pharaon hat sich als ein Gott angesehen. Und er sagte zu seinem Volk, Ana rabbukum al-a'la, ich bin euer allerhöchster Herr. Diese Worte, liebe Geschwister, sind schlimmer, als wenn man 500.000 Menschen tötet. Diese Worte sind schlimmer, als wenn man 500.000 Menschen tötet. Denn, dass du dich als Gott machst, du hast die Vernichtung Allahs herbeigerufen. Und so hat Bani Israel, das Volk, liebe Geschwister von Musa a.s., diesen ungerechten Mann, Pharaon, angebetet. Und niemand durfte sich ihm widersetzen, wenn er nicht getötet werden wollte. Er hatte sein Volk versklavt und sie mussten Tag und Nacht nur dafür arbeiten, was ihn zufrieden machte. Und er hatte ein riesiges Königreich, liebe Geschwister. Und niemals konnte sich Pharaon vorstellen, dass er dieses Königreich verliert. Und eines Tages hatte er einen Traum gehabt. Und dieser Traum sollte wahr werden. Er träumte, dass ein kleiner Junge von Bani Israel kommen wird, um das gesamte Königreich von Pharaon an sich zu nehmen, liebe Geschwister. Also, was hat er beschlossen? Wer sagt mir das? Was hat? Alle Jungs zu töten. Alle Jungs zu töten. Er hat beschlossen, jeden Neugeborenen zu schlachten. Ich bleib nur einen Tag. So hat er beschlossen, jeden Neugeborenen zu schlachten, der auf die Welt kam, aus Angst davor, dass dieser kommen könnte, um sein Königreich zu übernehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
Und als wir euch, Allah spricht zu dem Volk von Bani Israel, die so undankbar waren, liebe Geschwister, als wir euch vor Pharaons Leuten gerettet haben, sie fügten euch das Übelste an Misshandlung zu, sie schlachteten eure Söhne ab und ließen nur eure Frauen am Leben. Und darin war eine Prüfung von eurem Herrn, die gewaltig war. Allah kann prüfen, wie er will, liebe Geschwister. In einem Jahr ließ also Pharaon viele kleine Kinder abschlachten. In manchen Geschichtsbüchern heißt es, dass Pharaon über 70.000 Neugeborene geschlachtet hat. Welchen Traum hat Assad gehabt? Möge Allah uns bewahren. Möge Allah ihn verdammen und seine Soldaten. Allah subhanahu wa ta'ala, er befahl der Mutter von Musa etwas ganz Bestimmtes in dieser Zeit, dass sie ihr Kind in einem Kasten tun soll und diesen Kasten einfach im Meer treiben lassen sollte. Und ihr müsst euch vorstellen, sie war eine Mutter und wie alle Mütter hat sie auch ihr Kind geliebt. Und sie wusste aber, Musa ist in einer Zeit geboren worden, in der es kleinen Jungs nicht erlaubt war zu leben, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal hat ihr Worte dann offenbart. Natürlich nicht die Offenbarung, wie er einem Propheten offenbart. Wa auhayna ila ummi Musa. So haben wir der Mutter von Musa offenbart. An ardi'i, dass du ihn stillen solltest. Fa in khifti alayhi, wenn du Angst hast um deinen kleinen Sohn. Fa alqihi fil yam, so tu ihn in das Meer hinein. Wa la takhafi, wa la tahzani. Und fürchte dich nicht und sei nicht traurig, wir werden ihn dir zurückschicken. Ein Versprechen von Allah sagt, und bitte achtet auf diese Eier, wenn du Angst hast, dann tu ihn in einem Kasten und lass ihn im Meer treiben. Wenn du Angst um ihn hast, wenn du wirklich willst, dass er überlebt, dann tu ihn in einem Kasten und lass ihn im Meer treiben. Wer würde das glauben? Wer würde glauben, dass dieses Kind im Meer überlebt? Aber es war ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Lass ihn treiben. Das war das, was Allah azza wa jal der Mutter von Musa alayhi salam offenbart hat. Und sie hat es so getan. Sie hat dieses Versprechen von Allah wahrgenommen. Hat Allah uns versprochen, wenn wir das Gute tun, dass wir in das Paradies gehen? Ey Wallah, wir vertrauen nicht darauf. Aber Shaitan, der uns die Dunya verspricht, wird er uns am Tage der Auferstehung helfen. Wir lassen Allahs Versprechen und Vergebung und wir folgen. Möge Allah uns bewahren. Schaut mal, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihr versprochen, dass Musa alayhi salam in Sicherheit gebracht wird und noch mehr, dass ihr Sohn Musa zu was gemacht wird? Zu einem Gesandten. Allahu Akbar. Sie hat alles getan, was Allah azza wa jalla ihr befohlen hat. Sie hat ihn in einem Kasten getan und auf das Meer treiben lassen. Irgendwann kam er am Strand an, wo das Anwesen von Pharaon war. Die Familie von Pharaon, wie heißt die Frau von Pharaon? Asia. Mashallah, Asia. Und sie war eine Gläubige. Allah, er lässt manchmal in einem Haus zwei Menschen leben. Der eine ist im höchsten Paradies und der andere im tiefsten Höllenfeuer. Allah. Kennst du das nicht? Du hast einen Bruder. Du sagst, Subhanallah, warum betet er nicht? Das ist mein Fleisch und Blut. Warum betet er nicht? Allah hat dein Herz recht geleitet. Aber sein Herz nicht. Weißt du warum? Weil er in seinem Herz etwas versteckt, was du nicht siehst. Vielleicht hasst er Allah. Und vielleicht hasst er den Propheten, du aber siehst das nicht. Aber Allah weiß, warum er ihn nicht recht leitet. Möge Allah diejenigen recht leiten, die ein sauberes Herz haben. Liebe Geschwister, so kam er an den Strand. Die Frau von Pharaon, sie hat ihn genommen, den kleinen Jungen, und zu Pharaon gebracht. Was müsste jetzt normalerweise passieren? Was müsste Pharaon mit ihm machen? Ihn? Abschlachten. Schaut mal, sie ging zu ihm und sie sagte, وَقَالَتْ إِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ. Sie sagte, eine Freude, dieses Kind ist eine Freude, für mich und für dich, für mich und für dich, لَا تَقُتُلُوا, tötet ihn nicht, liebe Geschwister, عَسَىٰ أَيَّمْ فَعَنَا, vielleicht wird er uns etwas nützen, أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا, oder wir werden ihn zum Kind nehmen. Allah sagt aber am Ende der Ayah, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, sie aber wussten nicht, sie haben nichts gemerkt. Pharaon, liebe Geschwister, hat ihn am Leben gelassen und alle Kinder, vor denen er Angst gehabt hat, dass sie irgendwann sein Königreich übernehmen, sie hat er geschlachtet und ausgerechnet das Kind, was ihn sein Königreich nehmen wird, hat er bei sich im Schloss.
الله أكبر الله أكبر سبحان الله العظيم اللي بيجيش بس zu einer Zeit والله العظيم und Allah prägt uns Gleichnisse. Schade, dass wir uns nicht mit dem Koran beschäftigen. Bravo. BZ. أعوذ بالله. Mit was beschäftigen sich unsere Herzen? السماعون للكذب. Allah, er hat diese Leute bezeichnet, die der Lüge zuhören. Dem Fernseher. Lügner oder nicht? Ja, Wallah, Lügner. Und am meisten lügen sie, wenn es um was geht? Um den Islam. Die Zeitung, Lügner oder nicht? Die lügen, liebe Geschwister, am meisten, wenn es um den Islam geht. Und unsere Leute lesen diese Zeitung und sie gucken den Fernseher. Liebe Geschwister, bisschen ruhig, Charlie. Ich weiß nicht, wer da gerade schreit. Nein, rezitieren tust du später, inshallah. Passt auf, liebe Geschwister. Sama'una lil-kadhib. Allah bezeichnet sie so, die der Lüge zuhören. Was wird Allah mit ihnen machen? Allah wird sie nicht recht leiten, wie er im Koran sagt. Deswegen pass auf, womit du dein Herz füllst. Mit der Wahrheit oder mit der Lüge? Mit der Wahrheit oder mit der Lüge? Deswegen lest den Koran und lern den Koran und studier den Koran und du wirst dein Herz säubern. Allahumma tahir qulubana. Liebe Geschwister, schaut, subhanallah al-azim, in einer Zeit, wo die Dinge aussichtslos schienen, hat Allah azza wa jall sein Versprechen gehalten und Allah azza wa jall hat Musa dort nicht hintreiben lassen, damit er getötet wird. Wallahi nein. Sondern er hat bestimmt, dass Musa a.s. am Leben bleibt. Und sieh da, Pharaon, er hat doch alle Kinder töten lassen. Aber diesen kleinen Jungen, Musa, a.s., er ließ ihn am Leben. Und das ist der Beweis. Nichts geschieht, außer was Allah für uns geschrieben hat. Und ich frage euch, warum wurde Musa nicht getötet? Weil Allah das so bestimmt hat. Weißt du, was Allah für dich bestimmt hat, lieber Bruder und liebe Schwester? Deswegen hätte die Mutter von Musa, a.s., beschlossen, Musa zu Hause zu verstecken. Und sie hätte eine scheinbare Sicherheit gehabt, dann wäre er, was, am Leben geblieben oder gestorben? Gestorben, aber weil sie ihn ins Meer geschickt hat, weil sie ihn aufs Meer geschickt hat und ihn treiben gelassen hat, ist er am Leben geblieben, liebe Geschwister, subhanallah. Aber es fehlt noch etwas vom Versprechen Allah. Er hat gesagt, dass er Musa zu wen zurückschicken wird, zu seiner Mutter. Hört, liebe Geschwister, was lernen wir weiter von dieser Geschichte? Musa a.s. hatte jetzt eine gigantische Stellung bei Pharaon gehabt. Pharaon hat ihn geschützt. Der Feind von Pharaon wird im Hause Pharaons geschützt. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Musa a.s. wollte von keiner Frau die Mutter boosten. Also hat man sich dann Gedanken darüber gemacht, wer ihn stillen könnte. Bis eine Frau vorgeschlagen hat, dass es eine Frau gibt, die sich um ihn kümmern wird. Und Musa wird bestimmt diese Frau annehmen. So ließ man diese Frau mit Stolz in das Schloss hereinkommen. Sie kam mit Stolz herein. Subhanallah, dessen Kind in größter Gefahr war. Sie kam mit großem Stolz in das Schloss herein. Es war die Mutter von Musa. Man sagte ihr, du wirst ab jetzt dafür zuständig sein, ihn zu stillen. Hat Allah sie zurückgeschickt? Allah hat sie zueinander zurückgeschickt, liebe Geschwister. Und noch mehr, sie hat Musa erzogen im Schloss von ihrem größten Feind. Subhanallah, das ist eine Geschichte, eine Lehre für uns, die ein gläubiges Herz bewegt. Möge Allah Azza wa Jal uns richtiges Vertrauen auf ihn subhanahu wa ta'ala legen lassen. Möge Allah uns niemals schlecht über Allah denken lassen. Möge Allah Azza wa Jal unser Herz mit vollem Iman füllen. Möge Allah Azza wa Jal uns Liebe zum Islam geben. Möge Allah uns Kraft geben, für diese großartige Religion alles zu tun. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.